Hey, was machen Sachen? Man mag es kaum glauben, ich habe tatsächlich Teil 2 jetzt auch mal fertig bekommen, auch wenn ich die Hälfte des Videos einfach dreisterweise rausgeschnitten habe, weil es wie bei dem alten Video oder beim ersten Teil einfach wieder das Drama von vor einem Jahr oder länger einfach wieder aufgewärmt wurde und es nichts zur Konversation beibringt. Jeder hat damit abgeschlossen, es ist alles gesagt, es wurde sich entschuldigt, es wurde sich geklärt. Nur T-Tech meint, ja, da müsse man drüber reden. Lässt natürlich die Entschuldigung alles weg, lässt das alles halt sehr offen stehen, beschwert sich dann, dass ihm alles in den Mund rumgedreht wird und dass ja alle so doppelmoralisch sind. Und dann wollen wir dann auch mal drauf auf eingehen, wie doppelmoralisch er unterwegs ist oder wie er versucht, ein bisschen was zu manipulieren. Anhand des Videos, das gleich folgt. Eine Sache noch vorweg: Ich habe ja die Hälfte einfach dreisterweise rausgeschnitten. Ihr könnt es kontrollieren. Link unter der Beschreibung. Sind deutlich mehr Links, weil. Ich verlinke meinen Kram. Ich habe heute auch einfach mal alles verlinkt. Auch die Videos von TJ und so weiter, die damit ja einfach genannt wurden, die in dem Video vorkamen. Weil T-Tech meint, er müsse das nicht tun. Er hat zwar eine URL da eingeblendet in seinen Videos, aber mein Gott, welcher normale Mensch macht sich die Mühe, dieses Ding einzutippen. Du hast die URL doch schon. Pack die unten in die Videobeschreibung. Das ist jetzt nicht so schwer. Ist jetzt auch nicht so, dass du da unten großartig was anderes stehen haben möchtest. Weil in deiner Beschreibung generell relativ wenig ist. Bei einem Video hast du erst geschafft, einen Teil zu verlinken. Dich selber, Dekadent und zwei Videos von Sascha, die dich positiv dastehen lassen. Aber alles, was halt deine eigenen Sachen hinterfragen könnten, hast du komischerweise nicht drinne. Egal, dafür bin ich ja jetzt da und ein paar andere Leute und zeigen euch mal, wie T-Tech Sachen aus dem Kontext schneidet und sich dann beschwert, dass andere ihm aus dem Kontext schneiden. Ja, aber fangen wir erstmal am Anfang an. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich tatsächlich drinne gelassen über Manscape, weil da hat er ein glorreiches Eigentor geschossen. Aber lassen ihn erstmal zu Wort kommen. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Wisst ihr, wer mir immer noch so richtig auf den Sack geht? TJ. Und heute widmen wir uns seinen Placements und Kooperationen. Sprechen wir zuerst über die kleinste Kritik, die ich heute verüben werde. Reden wir kurz über Manscaped. Mal davon abgesehen, dass der Werbeclip von TJ dazu mal wieder absolut cringe war. Ja, ich schalte mich mal kurz dazwischen. Ich zeige euch den Clip jetzt nicht, weil es ist einfach komplett egal, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Es tut ja eigentlich der Kritik jetzt nichts hinzufügen oder so. Und ist halt einfach rein Ansichtssache, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Ich persönlich fühle den Art von Humor jetzt nicht, aber das ist eine Sache, das ist jetzt mein Problem. Und egal, es ist jetzt nichts, was man sagen könnte, das ist irgendwie kritikwürdig, problematisch oder sonst was. Man mag halt den Joke nicht. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Die Kritik am Produkt ist aber wirklich eher klein. Und zwar hatte mir ein Zuschauer das damals schon zugetragen, als TJ dafür Werbung gemacht hat. Das war aber für mich nie eine Erwähnung oder sogar ein eigenes Video wert. Aber jetzt, wo wir sowieso über die Placements reden, reden wir drüber. Und zwar ist es auf der Webseite so, dass man die Produkte wie den Lawnmower 4.0 nur im Abo kaufen kann. Das ist dort aber meiner Meinung nach nicht so transparent, wie es sein sollte. Geht man nämlich auf das Produkt, steht weiter unten etwas von einem Hygieneplan, der angewählt ist und den man auch nicht abwählen kann, bevor man das Produkt in den Warenkorb tut. Und darunter steht dann in der wahrscheinlich kleinsten Schrift, die rechtlich noch zugelassen ist, dass es sich dabei um ein Abo handelt, das alle 3 Monate 25 € kostet. Für mich hat das Konzept von Manscaped etwas Ähnlichkeit mit so einer versteckten Abo-Falle, weil viele werden sich das Kleingedruckte da überhaupt nicht durchlesen, sondern einfach das Produkt in den Warenkorb tun und dann bestellen, ohne zu wissen, dass sie damit auch ein Abo abgeschlossen haben. Wie die Geräte selbst performen, also ob die gut sind oder nicht, will ich überhaupt nicht bewerten und ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. Okay, ich weiß, lesen ist schwierig, um Sachen, die man gelesen hat, zu verstehen, ist auch nicht ganz so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche, ich bin Legastheniker. Wörter sind meine Nemesis. Aber selbst ich, Dussel, kann lesen, was auf der Seite steht. Ich meine, bei den ersten zwei Einblendungen hat er es ja schon geschickt versteckt, da hat er es einfach abgeschnitten, wo es kommt. Bei der dritten hat er es dann selber gezeigt, dass es halt unter der Option für den Hygieneplan, der halt einfach nochmal farblich ein bisschen gekennzeichnet werden. Auch wenn ja, die Schrift auf der ganzen Seite ist relativ klein. Direkt drunter gibt es das Ding halt auch einzeln zu kaufen. Das ist bei jedem Produkt so. Ich war auf der Seite, habe ich mal ein bisschen durchgeklickt, einfach so aus Neugier. Und jedes Produkt, was halt so in die Rasiererrichtung geht, hat den Hygieneplan und einen normalen. Also du kannst dir aussuchen, ich möchte mit Plan oder ohne. Es geht bei jedem Produkt. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo es nicht geht.
Ich weiß nicht, ob er hier versucht, einfach seine eigene Sache voranzutreiben, indem er einfach Kontext verschweigt, das beim letzten Bild dann vergisst und sich halt einfach glorreich selbst widerspricht mit dem Zeug, das er einblendet, oder was da die Intention dahinter war. Das bleibt ein Rätsel. Aber das ist einfach schlichtweg gelogen, was er gezeigt hat. Vielleicht hat er auch einfach Probleme mit dem Lesen oder die Seite ist tatsächlich zu klein. Ich würde dann mal empfehlen, zu einem Optiker zu gehen, wenn ihm das schon nicht lesen kann. Oder er sitzt an einem Computer. Da gibt es auf jedem Browser so eine kleine lustige Lupe. Da kannst du es größer ziehen, da wird auch die Schrift größer, wenn es dir schwerfällt, so kleine Sachen zu lesen. Oder vielleicht einfach nicht so ein netter Mensch sein und Sachen einfach verschweigen, weil sie ihm gerade einfach nicht in sein Narrativ passen. Wäre ein Vorschlag. Nur mal so. So, hier kommen wir zu einer großen Videolücke, weil wie gesagt, wir wollen nicht auf Sachen eingehen, die schon ein Jahr und länger rum sind. Auch wenn T-Tech hier immer nur den Anfang zeigt, was hat T-Tech denn so Doofes getan? Und wir lassen einfach mal komplett weg. A, das ist halt schon ewig her. B, es gab Entschuldigung. C, jeder hat damit abgeschlossen, alles ist geklärt. Nur T-Tech hat irgendwie ein Wehwehchen und T-Tech ist ja doof. Und wir müssen das ja immer wieder besprechen, weil, keine Ahnung, ich habe nichts anderes zum Thema beizutragen. Bevor wir dann tatsächlich mal zu einer Sache kommen, die man tatsächlich besprechen könne. Aber T-Tech zeigt hier glorreich, wie doppelmoralisch er unterwegs ist, obwohl er das ja mal anderen vorwirft. Kommen wir aber jetzt zum letzten Placement. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Auch hier hat Sascha schon ein Video gemacht, wo sie das Placement von TJ komplett auseinandernimmt. TJ hat dazu ein Antwortvideo gemacht, wo er mal wieder absoluten Unsinn gelabert hat und Sascha hat auch dieses Video wieder auseinandergenommen. Als erstes spricht er an, dass er nicht verstehen könne, warum Sascha kritisiert, dass Influencer die Tropfen in den Mund nehmen. So sah das bei ihm im Video aus. Was ich aber dann nicht verstehe ist, dass Sascha eben kritisiert, dass Influencer die Tropfen in ihren Mund tun. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund. Also klar, mit dem Kaffee check ich, aber wieso kritisierst du, dass Leute das in ihren Mund tun? Also man soll es ja in den Mund tun. Lustig ist, dass TJ hier einfach den Kontext weggeschnitten hat, wo man dann verstehen würde, was Sascha meint. Denn kurz darauf sagt sie ja auch, dass CBD-Öle nicht als Lebensmittel zugelassen sind und man sie deshalb nicht runterschlucken darf. Ja, das mit dem Thema aus dem Kontext schneiden. T-Tech, du kannst das ja anscheinend auch sehr gut. Der komplette Abschnitt, der jetzt kommt, über die Sache mit Sascha und T-Tech mit den CBD-Tropfen, nicht nur, dass das komplett wahllos zusammengeschnitten ist, das ist keine, also die Struktur wurde komplett auseinandergerissen, Teile aus der Mitte wurden nach vorne gemacht, dass es halt einfach eine ganz andere Struktur gibt. Wie gesagt, schaut euch TJs Video dazu einfach mal in der kompletten Länge an, um einfach den kompletten Kontext zu verstehen. Weil so wie T-Tech das uns hier zeigt, funktioniert das nicht. Er hat wirklich einfach Sachen genommen und die wild zusammengeschnitten, wie es ihm passen. Auch Sachen komplett aus dem Kontext geschnitten, immer nur die Teile genommen, die ihm sein Narrativ passen. Den Rest hat er einfach weggelassen. Hat es nie gegeben, wird keiner kontrollieren, weil wer guckt sich das anscheinend nochmal zur Kontrolle an? Ja, hier, ich habe mir das zur Kontrolle angeguckt und präsentiere euch jetzt erstmal den Clip-Ausschnitt, wo es nur darum geht, über die CBD-Tropfen in den Mund zu nehmen oder in den Kaffee zu tun. Das ist der komplette Clip, ihr könnt es nachgucken, ich habe hier nichts rausgeschnitten. Ja, TJ, übernimmst du? Ich möchte extra die Dinge auch so schneidet, so den Zuschauern zur Verfügung stellt, dass halt die Dinge eben nicht mehr so sind, wie ich sie im Kontext gesagt habe. Und bei dieser Kritik jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das nicht extra so gemacht hat. Dementsprechend schon mal Daumen hoch für eine positive Entwicklung, muss man auch sagen. Und dazu starten wir mal mit einer Kritik von Sascha, die ich ohne Gegenwehr genauso annehme. Und zwar habe ich in einer Story CBD in meinen Kaffee getan. Und das Ding ist, CBD ist im Freiverkäuflichen halt eben kein Lebensmittel und dementsprechend ist die offizielle Verzehrempfehlung, das halt eben nicht runterzuschlucken. Deswegen wird auch von den Herstellern selbst empfohlen, die Tropfen nach einer Minute auszuspülen. Das findet ihr entweder auf der Packung oder auf der Webseite selbst. Es soll halt nur im Mundraum verteilt werden, über die Schleimhäute aufgenommen werden und dann halt eben wieder ausgespuckt werden. Ist halt die offizielle Empfehlung, ist natürlich dumm von mir, mich nicht dran zu halten. Ganz kurz zur Erklärung, warum ich das überhaupt in meinen Kaffee getan habe. Wir haben hier in Aachen einen Kaffee, bei denen kann man halt eben Kaffee mit CBD drin kaufen. Und die Tropfen, halt wirklich die Tropfen einfach, so wie ich es auch gemacht habe, einfach so in den Kaffee rein. Und daher habe ich das halt eben. Aber natürlich, ich habe mich in der Werbung nicht an die offizielle Verzehrempfehlung gehalten.
stupid, mach ich nicht nochmal. Was ich aber dann nicht verstehe ist, dass Sascha eben kritisiert, dass Influencer die Tropfen in ihren Mund tun. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund. Also klar, mit dem Kaffee check ich, aber wieso kritisierst du, dass Leute das in ihren Mund tun? Also man soll es ja in den Mund tun, deswegen, ja, die Kritik verstehe ich an der Stelle dann nicht so wirklich. Ja, schau mal einer, guck, wenn man den kompletten Clip in seiner kompletten Länge abspielt, ist der Kontext irgendwie ein ganz anderer. Da zeigt sich TJ ja doch einsichtig und sagt, war ein doofer Move, war jetzt doof. Auch wenn so ein bisschen Wortglauberei ist, von wegen Tropfen in den Mund nehmen, sei jetzt dabei hingestellt, aber war ja einsichtig, habe ich jetzt so verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, komplett anderes Bild, weil man nur einen ganz kleinen minimalen Teil rausgesucht hat, der einem gerade so in seine Geschichte passt. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Oder einfach direkt in den Mund. Und mein Stress ist gleich weg. Jedoch liegt eine Zulassung für diese Art von Produkte zurzeit nicht vor und wurde im Jahr 2022 sogar gestoppt. Da die EFSA auf potenzielle Gefahren verweist aufgrund einer dünnen Datenlage und man deshalb nicht davon ausgehen kann, dass CBD-Produkte sicher sind. Deswegen weisen auch die Hersteller auf ihrer Webseite und auch auf den Packungen selbst darauf hin, dass die Öle eben ausgespuckt werden sollen. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, TJ. Dabei hast du ja selbst bei Sascha kritisiert, dass sie dich ja öfter aus dem Kontext geschnitten hätte. Vor allem im Video davor hatte ich sehr doll das Gefühl, dass sie halt mich irgendwie extra missverstehen möchte, extra die Dinge auch so schneidet, so den Zuschauern zur Verfügung stellt, dass halt die Dinge eben nicht mehr so sind, wie ich sie im Kontext gesagt habe. Congratulations, you played yourself. Wie kann man denn im selben Video, wo man das kritisiert, das dann selber machen? Ja, Titek, wie wär's mal mit einem Spiegel? Oder vielleicht kannst du uns das ja erklären. Du hast ja auch anscheinend sehr großes Bedürfnis, Sachen aus dem Kontext zu schneiden und dann zu plären. Ja, Leute schneiden mich aus dem Kontext. Generell so Doppelmoral ist ein großer Freund von dir. Ich sehe nur im letzten Video, blöder Kuchen-TV, der hat meine Clips ja genutzt und hat mich nicht verlinkt. In deiner Videobeschreibung ist halt auch nicht wirklich was verlinkt. Nur ein paar Links, die halt dich im guten Licht dastehen lassen, weil sie deine These unterstützen. Aber alles andere, was jetzt quote-unquote nicht so wichtig ist für den großen T-Tag, wird einfach da nicht reingepackt. Da steht ja eine URL anscheinend in den Videos. Mit der Angabe, ja, ich möchte meine Beschreibung sauber halten, ich habe zu wenig Zeichen. Digga, du hast 5000 Zeichen. Du hast nichts in deiner Videobeschreibung drin. Wo ist generell die Ordnung der Videobeschreibung? Das ist irgendwie kein Artscraft-Info-Tagebuch etc., das man mit Stickern und Klebern und Mustern auch hübsch. Das ist einfach nur sinn- und zweckgemäß, dass man da auflistet. Vielleicht eine kleine Beschreibung, was in dem Video vorkommt, welche Quellen hat man benutzt. Wenn es dir wirklich so wichtig ist, dass da hübsch aussieht, verlink doch einfach in Google Docs. Das geht auch. Ich meine, du hast eh nichts drin stehen. Es ist komplett sinnlos, sich zu beschweren. Ich will da nichts reinholen, weil ich habe keinen Platz. Ich weiß nicht, was bei dir da irgendwie oben falsch läuft. Wie gesagt, wenn du es unbedingt ästhetisch haben möchtest, pack dir doch in Google Docs hin. Da kannst du auch Bilder einfügen und irgendwie so hübsche Stickerchen machen und ein paar Muster oder sonst was. Dann kannst du es richtig hübsch machen, wenn du deine kreative Ader ausleben möchtest. Dann liest TJ als Beweis dafür, dass CBD-Öle ja wirken würden, einen Kommentar von Sascha's Video vor und sagt dazu das. Aber natürlich, wenn man ein Problem hat, erstmal die klassischen Wege gehen, vor allem bei psychischen Erkrankungen, würde ich halt niemandem empfehlen, so einfach so, yo, kauf dir CBD, siebte Runde und deine Angst ist weg, so, lol, obvious nicht. Natürlich sollte man erstmal zur Therapie und zum Arzt gehen, aber, und das beschreibt der Kommentar halt echt gut, es kann halt ein nice Add-on oder eine sehr, sehr nice Alternative sein. Warte mal, hat er gerade gesagt, dass CBD-Öl eine sehr, sehr nice Alternative zur Therapie sein kann? Es kann halt ein nice Add-on oder eine sehr, sehr nice Alternative sein. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Ja, T-Tech, hier hast du tatsächlich einen minimalen Punkt, dass sich TJ tatsächlich sehr unglücklich ausgedrückt hat. Gerade dann, wenn man wie du einfach einen Großteil des Kontextes wegschneidet, klingt das halt einfach noch beschissener. Wenn man jetzt aber wie gleich, ich blende euch auch wieder den kompletten Clip ein, wenn man den kompletten Clip in seiner kompletten Länge kennt, merkt jeder Dussel, okay, das war jetzt doof gesagt, aber wahrscheinlich nicht so gemeint, wie man es gesagt hat. TJ hat generell eine Tendenz, sich bei manchen Sachen etwas unglücklich auszudrücken und ja, gerade wenn man halt solche Wortglauberei macht und Teile rausschneidet, klingt es halt echt bescheiden. Aber seht für euch selbst einmal der komplette Clip
mit dem kompletten Kontext. Du nimmst es nicht und alle deine Probleme sind weg. Es gibt niemals Nebenwirkungen, dies, das. Ist es nicht, CBD ist kein Wundermittel. Ganz klar. CBD kann halt in vielen Bereichen helfen, aber ist kein Wundermittel und vor allem keine Alternative zum Arzt. Klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. Eine Person aus Saschas Community hat eigentlich sehr nice beschrieben, wie man CBD im Best Case nutzen sollte. Liebe Saschka, erstmal allgemein danke für deine Videos. Immer informativ und unterhaltsam. Ich habe seit kurzem einen Rückfall meiner sozialen Angststörung und Platzangst erlitten. Ich nehme mir natürlich professionelle Hilfe, aber da viele Therapeuten keine Kapazität haben, habe ich vorerst CBD-Öl probiert mit 1000 Milligramm, 10%. CBD, um meine Panikattacken zu mildern und ich werde wirklich etwas entspannter und schlafe länger und tiefer als normal. Ich habe angefangen mit 2x3 Tropfen pro Tag in mein Getränk, bin dann auf 3x3 Tropfen pro Tag gegangen. Das schwankt aber je nach mentaler Tagesform. Das wollte ich mal so als Erfahrung mitteilen. Und so sollte man es halt eben nehmen. Also natürlich nicht ins Getränk tun, außer der Arzt erlaubt es dir, sonst haut Saschka dir auf die Finger. Aber natürlich, wenn man ein Problem hat, erstmal die klassischen Wege gehen, vor allem bei psychischen Erkrankungen, würde ich halt niemandem empfehlen, so einfach so, yo, kauf dir CBD, 7. Runde und deine Angst ist weg, so, lol, obvious nicht. Natürlich sollte man erstmal zur Therapie und zum Arzt gehen. Aber, und das beschreibt der Kommentar halt echt gut, es kann halt ein nices Add-on oder eine sehr, sehr nice Alternative sein. Und genau so habe ich es auch immer beworben. Aber machen wir mal weiter. Und ich muss mir nochmal... Okay, mit dem kompletten Kontext wirft das doch alles ein bisschen anderes Licht auf TJ. Auch wenn ja, er hat sich sehr unglücklich ausgerügt. Aber ich denke, dadurch, dass man halt einfach den Kontext sieht, kann man sich erahnen, dass das vielleicht nicht so gemeint ist, wie gesagt wurde. So, aber Titek kann ja auch noch ein bisschen was zu CBD-Öls sagen. Ich lasse ihn einfach mal kurz ausreden und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, was ein Erfahrungsbericht aus Saschkas Kommentaren beweisen soll. Hast du schon mal was von einem Placebo-Effekt gehört, TJ? Ein Placebo-Effekt besteht dann, wenn nach Verabreichung eines Medikaments oder einer anderen Therapie eine erwünschte psychische oder körperliche Reaktion erfolgt, die jedoch nicht auf im Medikament enthaltene Wirkstoffe oder ein spezifisches Wirkprinzip der Therapie zurückzuführen ist. Der Effekt betrifft nicht nur Scheinmedikamente, die keine Wirkstoffe enthalten. Auch echte Medikamente können von ihm profitieren, da der Placebo-Effekt ihre Wirkung verstärken kann. Auch bei anderen therapeutischen Maßnahmen spielen Placebo-Effekte eine Rolle. Also ja, vielleicht zeigen die CBD-Produkte auf die gleiche Art und Weise eine Wirkung wie die Globuli-Kügelchen in der Homöopathie. Damit würde sich auch erklären lassen, warum es so viele positive Erfahrungsberichte gibt. Eben wie bei Globuli, die nachgewiesenermaßen nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken. Oh, und was ist das? Diesbezüglich gibt es bereits eine ganze Reihe von Studien, die den Einsatz von CBD-Produkten in der Schmerztherapie und bei chronischen Schmerzen befürworten. Manche der Studien weisen als Ergebnis mit CBD einen Placebo-Effekt auf. Dies bedeutet, dass es sich bei Cannabidiol um ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff handelte. Der Effekt von Placebo beschreibt das Auftreten einer therapeutischen Wirkung durch die Gabe von Tabletten ohne Wirkstoff, also von sogenannten Scheinbehandlungen. Und was ist das? Die in Hanfshops erhältlichen CBD-Produkte seien fast immer so niedrig dosiert, dass sie keine Wirkung hätten, meint dagegen Psychiater Kurosh Yasti, Leiter der Suchtabteilung am Johannes Kepler Uniklinikum im österreichischen Linz. Die angedichteten Wirkungen seien reine Geschäftemacherei. Um höhere und damit wirksame Dosierungen zu erreichen, müsse man sehr große Mengen zu sich nehmen. Bei den hohen Dosierungen, die für positive Wirkungen notwendig wären, sind aber potenziell Nebenwirkungen zu erwarten. Dass CBD-Konsumenten von Schmerzlinderung berichten, ist ziemlich sicher mit dem Placebo-Effekt zu erklären. Und was ist das? Vom gefeierten Wundermittel CBD bleibt nicht mehr viel übrig, wenn man nach wissenschaftlichen Belegen für dessen Wirkung fragt. Von 3x3 Tropfen pro Tag, wie es Lifestyle Konsumenten praktizieren, ist nicht viel mehr als ein Placebo-Effekt zu erwarten. Aussagen über die entspannende Wirkung sind als solche zu betrachten, was sie sind. Subjektive Erfahrungsberichte, für die es bisher keine Belege gibt. Und was ist denn das für ein Ergebnis einer randomisierten Studie? Es wurde kein nachweisbarer Effekt von CBD-Öl auf die Lebensqualität, depressive Symptome oder Ängste festgestellt. Die unerwünschten Ereignisse unterschieden sich nicht signifikant zwischen den Gruppen, abgesehen von Atemnot, die bei CBD häufiger auftrat. Die meisten Teilnehmer berichteten, dass sie sich am Tag 14, 53% der CBD-Nutzer und 65% der Placebo-Nutzer und am Tag 28, 70% der CBD-Nutzer und 74% der Placebo-Nutzer besser oder viel besser fühlten. Moment, die Studie hatte sogar festgestellt, dass bei den CBD-Patienten die Atemnot öfter auftrat und an Tag 14 haben sich sogar mehr Placebo-Patienten besser gefühlt als CBD-Patienten? Interessant. Also meines Erachtens nach wirkt CBD-Öl. Nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und ja, ich habe den Witz vom Böhmermann geklaut. Okay, das klingt jetzt alles schon mal sehr negativ.
Ich finde es nur ein bisschen schade, dass Titek hier nicht sonderlich transparent ist, was seine Quellen angeht. Ich habe jetzt auch mal die gleichen Quellen mir durchgelesen und nur das genutzt, was ich in diesen Quellen gefunden habe, kein zusätzliches Wissen dazu beigetragen. Das Problem ist, bei CBD-Öl, es fehlen, wie man bei Saschkas Video gesehen hat und wie man bei TJs Video gesehen hat, es fehlt an genügend Studien. Es gibt kleine Studien, es gibt kurze Studien, aber es fehlen einfach besagte Langzeitstudien. Und es gibt halt einen großen Unterschied zwischen dem medizinischen CBD und halt dem frei verkäuflichen CBD, was man halt in diesen Fläschchen kriegt. Bei dem verkäuflichen hat er recht, okay, da tendiert es dazu, dass es wahrscheinlich nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Man muss halt so fair sein, zu sagen, die Forschung fehlt. Auch hier, dass er teilweise auch wieder medizinisches und halt das frei verkäufliche über einen Kamm schert, ist nicht transparent. Er hat Studien angeführt, die an Schmerzpatienten gemacht wurden, an Krebspatienten gemacht wurden, wo man gesagt hat, okay, bei diesen Patienten wirkt es wahrscheinlich nicht. Es waren halt auch alles kleine Studien. Es waren kleine Gruppen, in denen man das gemacht hat. Und man kann halt vermutlich sagen, bei Schmerz- und Krebspatienten wirkt es wahrscheinlich nicht so gut. Dann gibt es Studien, die sagen, aber wir haben Erfolge gehabt bei Angststörungen, generell bei psychischen Störungen. Da gibt es Tendenzen, dass es wirken könnte. Aber dieses könnte, es ist halt immer noch nicht genug erforscht, um wirklich konkret zu sagen, ja, nein, funktioniert. So, es gibt immer nur dieses, es könnte was zeigen, wir haben was gesehen, das dazu spricht, es wirkt oder es wirkt nicht. Zumal es halt so viele verschiedene Bereiche gibt, wo man es einfach testen kann. Momentan sind es auch dabei zu gucken, wirkt es bei vielleicht Diabetes? Wissen wir nicht, wir haben aber was gefunden, was halt miteinander reagiert und es könnte sein, dass es funktioniert. Es gibt halt in der Hinsicht nicht wirklich was Konkretes. Es gibt Studien, die sprechen dafür, es gibt Studien, die sprechen dagegen. Die meisten Studien sind halt aber tatsächlich für das Medizinische und nicht für das Freiverkäufliche. Bei dem Freiverkäuflichen hat man wahrscheinlich eh keine Schmerzlinderung, ja. Aber da wird es wahrscheinlich mehr auf diese entspannende Wirkung hingehen. Aber auch hier fehlen die Tests. Und wenn die Tests fehlen, kann man nicht sagen, ja, es wirkt oder nicht. Wirkt nicht. Und dann sagt man, ja, es könnte wirken, aber vielleicht ist halt nur der Placebo-Effekt, weil es fehlt an Studien. Und dass du, TJ, dann da stehst und all diese Heilversprechen machst, finde ich absolut problematisch in Anbetracht der aktuellen Studienlage. Meines Erachtens nach sind das alles falsche Heilversprechen, die du da machst und für die du abgemahnt werden können solltest. Ich hoffe, du suchst dir in Zukunft bessere Kooperationspartner raus, vor allem wenn du dich weiterhin als moralisch überlegen inszenieren möchtest. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Like das und guck noch andere Videos von mir. Ciao. Ja, auch hier würde ich dir, T-Tech, empfehlen, dir mal einen Spiegel vor die Nase zu halten, um ein bisschen selbst zu reflektieren. Du selbst stellst dich ja hier als eine moralisch höhere Instanz vor und verzapfst so einen Käse wie dieses Video, wo du dich halt selbst widersprichst, Sachen aus dem Kontext schneiden musst, damit sie dir zustimmen oder deinem Narrativ zustimmen. Nimmst natürlich nur Sachen, die deiner Sache zustimmen, egal ob sie jetzt zu dem Kontext passen oder nicht. Wie gesagt, hier bei dem CBD schmeißt du einfach auch frei verkäuflich und mit dem medizinischen zusammen und sagst, ja, das ist ja alles irgendwie Käse. Du bist keinerlei transparent, dass halt gerade bei diesen CBD-Produkten es einfach an Langzeitstudien mangelt. Egal ob jetzt medizinisch oder das Freiverkäufliche. Ich persönlich bin auch kein großer Fan von dem freiverkäuflichen CBD, weil es halt einfach noch nicht klar ist, wirkt es, wie wirkt es, gibt es Nachwirkungen etc., weil halt einfach, wie gesagt, passende Studie fehlen. Und man kann zu jeder Meinung, die man hat, passende Studie finden und es gibt jetzt kein konkretes, dass es funktioniert und auch nicht. Und wie gesagt, es fehlt auch komplett an Transparenz, gerade wenn es so wissenschaftliche Sachen sind. Muss man halt einfach transparent sein. Selbst deine eigenen Studien, die du hier zeigst, widersprechen dem, was du sagst. Du nimmst natürlich nur das raus, was dir passt, wo gesagt wird, ja, funktioniert hier nicht, funktioniert da nicht. Was halt dazwischen steht, dass halt Studien fehlen, dass es Kleinstudien sind, dass es halt das Medizinische ist und dass du halt die Beispiele an Schmerzpatienten und Krebspatienten nutzt. Eins da, wo man halt echt schwierig irgendwas findet, was hilft. Dass das dann da nicht hilft, ja, ist jetzt auch nicht so erschreckend, dass es halt auch andere Anwirkungsmethoden gibt, die noch nicht getestet wurden. All das hast du nicht erwähnt. Du suchst nur das raus, was dir gerade ins Bild passt und was halt dein Gegenüber schlecht dastehen lässt. Ich persönlich finde das nicht als Transparenz und das sollte man halt bei gerade solchen Themen sollte man es halt zeigen, auch gerade wenn du Quellen verlinkt, wo es drin steht. Sagt, all das, was ich gesagt habe über das CBD, habe ich nur anhand der paar Quellen, die du gemacht hast, gezeigt. Ich habe nichts anderes
hinzugefügt, dass ich über andere Quellen erhalten habe oder Wissen, das ich durch andere Quellen angeeignet habe. Ich habe nur das genutzt, was in deinen Quellen steht. Du solltest vielleicht den Käse auch einfach mal durchlesen und verstehen, was du da sagst oder einfach die Finger von solchen Sachen einfach lassen. Oder dir halt wie Sascha einen Experten ranholen oder den DJ. Hol dir einfach einen an die Seite, der Ahnung von hat. Und klär auf, was der Dude eigentlich so tut oder die Dame. Sowas wäre eine Option, aber wenn du das selbst machst und selbst recherchiert, zeig alles, sei transparent und ja, vielleicht wird das nächste Video ja ein bisschen besser oder du machst einfach gar nichts mehr. Keine Ahnung, wie gesagt, sei transparenter, reflektier ein bisschen und schneid nicht alles auf den Kontext. Wärm nicht wieder den ganzen Käse von vor einem Jahr auf. Such dir mal was Neues. Versuch mal mit mal anderem. Vielleicht findest du ein schöneres Thema, wo man drüber reden kann. Jo, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Sorry, dass das alles zu lange gedauert hat. Ich wollte das eigentlich so einen Tag später posten, aber momentan ist es ein bisschen schwierig bei mir. Mir fehlt es an Energie. Ich werde in einem nächsten Video mal ein bisschen drüber reden, was meine aktuelle Situation ist. Mir geht es jetzt wieder besser. Und ich will euch auch ein bisschen Bescheid sagen, was so los ist, weil ein paar Leute machen sich Sorgen. Also, wenn es gut läuft und ich genügend Energie habe, gibt es morgen ein kleines Video über meine gerade Situation, dass ich keine mehr Sorgen macht, weil momentan war es schwierig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und wir sehen uns.